Lolli, Lutscher, Bonbon. Gibt es da einen Unterschied? Ja, nach Auffassung des OLG Köln sogar einen großen Unterschied. Mhm. Im folgenden Fall musste sich das Oberlandesgericht Köln mit der Frage auseinandersetzen, was ist eigentlich ein Lutscher? Was davon ist Abfall? Und was ist kein Abfall? Es geht um das duale System, zum Beispiel die Verpackung um den Lolli herum, ganz klar Abfall. Aber was ist mit dem Stiel in dem Lutscher? Ist dieser Frage. Stiel auch Abfall oder ist er Bestandteil des Lutschers? Mhm. Und weil keiner das so gut wiedergeben kann wie das Oberlandesgericht Köln, zitiere ich aus dieser hervorragenden Urteilsbegründung ein paar Sätze. Nach Auffassung des Senats ist der Lolli-Stiel integrativer Bestandteil des Produkts Lutscher. Klammer auf, auch Lolli genannt, Klammer zu. Als solcher kann er begriffsnotwendig nicht zugleich Verpackungsbestandteil sein. Die Ware Lutscher zeichnet sich nach natürlichem Verständnis und allgemeinem Sprachgebrauch gerade dadurch aus, dass der zu verzehrende bzw. zu lutschende oder schleckende Karamellteil auf einem Stiel aufgebracht ist. Der Stiel ist wesenstypisches Merkmal des Lutschers. Oder ohne einen solchen Stiel würde es sich nicht mehr um einen traditionellen Lutscher, sondern vielmehr nur um ein gewöhnliches Bonbon handeln. Im Anschluss stellte das Gericht sogar eine besondere Lolli-Faszination fest und führte, vielleicht in seliger Kindheitserinnerung aus, das Besondere und Faszinierende am Lutscher und seit Generationen seine spezifische Attraktivität für Kinder auslösende ist genau der Umstand, dass der Bonbon-Teil mit einem Stiel verknüpft ist. Damit handelt es sich bei dem Stiel nicht um eine bloße Handhabungshilfe. Eine solche ist zum Verzehr eines Bonbons, auf den sich das Produkt Lutscher bei Hinwegdenken des Stiels reduzieren würde, auch nicht erforderlich, da sich das Bonbon ohne weiteres in den Mund stecken lässt. Zusammenfassend lässt sich nach Auffassung des Senats festhalten, dass der Lutscher, Klammer auf Lolli, Klammer zu, ohne Stiel kein Lutscher mehr ist. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Dem ist nichts hinzuzufügen. Also mit solchen Fragen beschäftigen sich dann die Gerichte. Ja, und wie man sieht, auch sehr humorvoll und in Kindheitserinnerung schwelgend.